Sehr geehrte Kunden, der kleine Marcel Ehres wird begrüßt und soll sich bitte an der Kasse 1 melden. Die Mutter macht sich Sorgen, ich wiederhole, der kleine Marcel Ehres soll bitte zu Kasse 1. Dankeschön. Was läuft, willkommen zum nächsten Video. Aber war wirklich schön. Ja, das ist ja Amsterdam, wenn man nicht alles täuscht. Oder? Ja, ist Amsterdam. Sie, also Real Talk jetzt, ihr werdet lachen, sieht ein bisschen aus wie Buxtehude. Ja, weiß ich jetzt nicht. Retalk sieht ein bisschen aus wie Buxtehude. Hab ich noch nie gesehen. Wer ist das? Ich kenne den nicht. Erinnert mich aber an irgendjemanden bei uns. Wer fährt mich heim? Und alle sich immer abgewandt. Ich kenne den nicht. Dein Keller ist voller Müll, den du nie benutzen wirst. Falsch. Das sind einfach Beleuchtung, ja. Ehemalige Beleuchtung. Mhm. Schreibtisch und Stühle, ja. Für ehemaliges, ja. Streaming-Equipment. Das trage ich doch nicht auf dem Flohmarkt. Bist du bescheuert? Bist du bescheuert? Klar. Ich komme auf den Flohmarkt mit einem Tisch, Stühlen, Beleuchtung, einen Kühlschrank, einen Ofen, eine Mikrowelle. Das so, genau. Funktioniert Flohmarkt. Ja, richtig. Geil. Wer ist Nathalie? Die ist schon volljährig, oder? 18, hast du, okay. Digga, nein, ich will nichts. Danny. Ich frag Danny. Einfach nur wie ein normaler Mensch. Weil sie hat für mich aus, sie hat so eine Art Babysitter so mäßig für ihn, was das betrifft. Babysitter? Danny? Kann nicht rein zufällig das Game abschließen jetzt. Mein Bildschirm ist einfach schwarz. Ja, perfekt, okay. Und das Game ist wirklich abgestürzt. What the fuck, bro? Fucking cool. Was? Hey, auf dem Schiff gegenüber sind heiße Tryouts. Hast du schon gesehen? Heiße Tryouts? Guck mal. Das leuchtet in den Augen wegen dem Suff. Boah, ich will, dass die beiden einfach so geil mal zusammen, weißt du? Dream? Ja. Wie Nico das immer macht. Genau, Sascha soll sie mal ins Stream einladen. Früher war es so Netflix und Chill, hat man gesagt, aber heute sagt man lädt jemand ins Stream ein. Katzensuppe mit Wienerwürst. Sieht so mein Gesicht aus? Jetzt sag mal ganz ehrlich. Ja. Sieht meine Fresse so aus? Ja. Sehe ich so aus? Ja. Na, was ja? Ja. Wo sehe ich denn so aus? Und ja, mir war es halt auch einfach wichtig, dass man in einem Streaming-Setup, wie es jetzt hier da ist, eine gewisse Energie auch rauslassen kann. Alles möglich, weil man kann, ihr wisst, wie ich bin. Ich bin ein aktiver Typ. Ich muss, ja. muss ständig irgendwas passieren. Ja, das heißt, also ich kann einmal hergehen, dann sage ich, brauche kurz Breakdance. Mhm. Und dann hau ich da rein. Wisst ihr, wie ich mein? So, also man kann hier alles machen, ja? Digga, man hat hier so viel Platz und man kann theoretisch sogar einen kleinen Circle rennen. Hot Tub? Hot Tub wäre natürlich auf jeden Fall sexy. Hier ein Dingens auf dem Pool. Und dann mit diversen Chias hier noch den ein oder anderen Livestream zu machen. Ja, also meine HNO-Ärztin meinte quasi, das ist lustig. Da meinte ich so, ja, ist auf jeden Fall lustig, das mit der Nase. Da meinte sie so, nee, ich fand's lustig, dass sie gerade erzählt haben, was sie beruflich machen. Das mit der Nase ist katastrophal. Ah ja, perfekt, Digga. Ah, danke, Digga. Das ist genau das, was man hören möchte von der HNO-Ärztin. Top. Oh, die hat rote Haare, oder? Oh, die hat auch rote Haare. Uiuiui. Rothaarige Frauen sind hübsch. Ich weiß ganz genau, wer jetzt gleich nicht mehr könnte. Miki würde sofort, ach nee, warte. Und einfach jede Regel brechen würde, Digga. Ja, Miki, erzähl mal die Story, was du gemacht hast mit der Arzthelferin. Miki müsste jetzt ganz, ganz schnell in dem Restaurant auf die Toilette, Digga. Ja. Ich glaub, ich stehe auf die... Revet heißt sie, okay. Einmal kurz eine Donation hier reingeballert, da gucke ich mal ganz kurz, was ist hier los. Von Blind090, danke Digi. Und moin, bitte nicht vorlesen. Oh, jetzt habe ich eingekackt. Oh nein, es ist zu spät. Bitte nicht vorlesen, ich habe eine Frage an dich. Ah, Scheiße. Wer ist denn das? Das ist der. Wer? Superman. Was hat der für einen Sessel? Der hat einen Sessel, der, sagen wir mal, gebaut wurde für Leute, die ein bisschen mehr genascht haben. Ja und? Muss es auch geben. Ja, muss es auch. Rainer. Wie die Magerhaken. Das ist der Rainer. Ich mag lieber griffige Leute, wie ein Hungerhaken. Der, das ist ja sau OP. Wieso esse ich nicht immer mit zwei Löffeln? Darf ich noch ein, zwei Leute grüßen? Na klar. Sevi, Leon, Luis, Mataki, Patrick, Ruko, Marco, Flo, Daniel, Kenzi, Leon, Lionel und Headgoss. Ja, und sehr Felix gut. Und Kai aber. Ah, ja, die zwei auch noch, sehr gut. Ha ha ha!
Furio Hugo, weil das sind die wichtigen Themen, die Menschheit wirklich, mit denen man sich befassen muss. Am Ende des Tages, Digga, pissen und scheißen wir alle aus denselben Löchern, Digga. Und wahre Freunde, wahre Liebe und eine richtige Familie ist unbezahlbar und das kannst du dir nicht mit Geld kaufen. Was? Nüchtern! Ja, wir sind nüchtern! Ja. Nico, klär mir die bitte. Hey, liebe Dame von dem Video hier, falls du das sehen solltest, der liebe Bommel ist einer von meiner Community, ein extrem studierter Arzt, ist ein richtig schnieker Typ, 26 ja. Jahre alt, extrem breites Kreuz. Bommel ist dein Mann. Heute, Küppi, möchtest du deinem Gast etwas zu trinken anbieten? Nico, willst du was zu trinken? Die würde ich nehmen. Ich habe nicht mehr so viel, guck mal, was ich noch hab. Ey, ich bin schon mit dem stillen Leitungswasser zufrieden. Ah, sowas hab ich. Nee, die Skins gefallen mir ja mal gar nicht. Und sonst kann ich kann mir nichts mehr payen. Ich habe es 100 Euro aufgeladen, kann mir nichts kaufen davon. Ich kann meine Gems gar nicht loswerden. Jetzt mal ganz ehrlich gefragt, es gibt auch nicht über Umwege irgendwas, was ich payen könnte. Schlecht. Findest du das Game? 9 von 10 Sternen würde ich jetzt erstmal verteilen. Ein Punkt Abzug, weil ich nichts kaufen kann. Und dann in Mykonos rumheulen, Digga, wenn das Essen über 20 Euro kostet. Also da sieht man dann auch einmal mal wieder, wie Max in Feierlaune ist, ne? Alter, der war so besoffen, Junge, der hat sich in dem Moment, glaube ich, vollgeschissen. Wenn er sich mal den Gesichtsausdruck einfach mal reinzieht. Der saß da einfach und hatte gar keinen Bock auf die Scheiße. Und da hat's bei Max aber ganz anders geschoben! Alter, Junge. Ich weiß nicht, wer... Was glaubt ihr, welcher Streamer in Deutschland braucht am meisten Hilfe? Psychologisch gesehen? Oh! Wir besser nochmal. Du schlägst ja wie ein Mädchen. Wir wussten sonst nicht, wen wir da halt nehmen. Ein Rentner kommt selten allein. Wir brauchen auf jeden Fall ein Rentner-Duo. Und sonst gibt es keine anderen Streamer, Schauspieler, Sportler, Musiker in Montes Alter. Vayamos, compañeros. Hay una nueva música en la ciudad. Achtung! 1, 2, jetzt mach den Kopf zu! Und Thomas hat auch Muskeln. Alter, Jens. Thomas! Ja, das sind die Liegestütze, Junge, der Schwinger! Wie man Elotrix zum Lachen bringt. Twitch-Server, sind die gerade am Schmieren? Twitch ist Amazon. Amazon hat heute New World released und der Server ist überlastet. Und das überlastet auch die Twitch-Server. Boom. Stimmt's? Ja. Sauber. Alter, da hat's wirklich. Mein Computer ist abgestürzt, mein iMac. Der iMac ist abgestürzt. Der ist komplett gebrochen, Alter. Mir ist der 27 Zoll iMac einfach vom Schreibtisch gerutscht. Oh mein Gott, das tut so weh. Tut's nicht, weil du extrem reich bist. What the fuck? Naja. Ah,